Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part, wo ich mit euch nochmal eine kleine Zeitreise mache und wir uns nochmal genau angucken, was es damals zum zweiten Pokémon-Kinofilm, Pokémon die Macht des Einzelnen, im Burger King so an Spielzeug gab und auch was man im Kino an Promokarten bekommen hat. Also, ich fange, glaube ich, mal mit den Karten an. Hinter jeder Karte war diese. Also in diesem, die waren halt so eingeschweißt und in dem Päckchen lag die Karte immer mit dabei. Fang Mew, wenn nimm an der Pokémon-Sammelkarten-Spielliga teil und schnapp dir eine kostenlose Mew-Promokarte. Ab dem 8. Januar 2001 erhältlich, solange der Vorrat reicht. Hierbei handelt es sich um die Mew-Karte, die in Japan in der Fossil-Erweiterung des Sammelkartenspiels enthalten war. Aber bei uns hat man die sich eben extra für dieses Sammelkartenspielliga aufgehoben. Und deswegen fehlt die in der deutschen Fossil-Erweiterung und in der amerikanischen eben auch. Und ja, also einfach, weil es halt hier gerade das Thema ist. Es hat jetzt nichts mit dem zweiten Film ansonsten zu tun. Aber habe ich euch diese Karte, um die es hier geht, tatsächlich mal mit dazu gepackt. Also erstmal hier die Rückseite. Da ist Werbung für die Soundtrack-CD. Und seht ihr eben hier, wie diese Promokarte, die es eben nur in der Sammelkartenspielliga gab, aussieht. Ich hatte die damals mir ertauscht, aber auf Englisch und nicht holographisch. Die habe ich mittlerweile verkauft. Oder wieder vertauscht, weiß ich nicht mehr. Weil ich mir gedacht habe, nee, dann doch lieber auf Deutsch und in holographisch. Und habe die so auf eBay gekauft. Ich glaube, das hat mich 10 € oder ein bisschen mehr gekostet. Das war es mir definitiv wert. Ich finde die Karte total genial. Und da seht ihr auch, da steht Promo drauf. Also die gab es auch wirklich nur in Deutschland, nur als Promokarte und eben nicht im regulären Sammelkartenspiel in irgendeinem Booster-Pack oder so. Aber es geht ja eigentlich um den zweiten Film und welche Promokarten es da gegeben hat. Da gab es in den ersten paar Wochen Ancient Mew, übrigens in zwei verschiedenen Versionen. Ich meine, zuerst gab es eine. Die war fast schwarz. Hier, die ist ja schon ein bisschen heller, also hat ja ein bisschen mehr lila Stich drinne. Und ich habe tatsächlich beide. Also die ganz alte, die so ein bisschen schwärzer ist, aber die, da haben die Ränder sich abgelöst leider und deswegen habe ich die, glaube ich, weggeschmissen. Ich glaube, ich habe die nicht mehr aufgehoben. Aber hier, die habe ich eben noch, die ein bisschen heller ist und ein bisschen mehr lila Stich hat. Ich war nämlich sogar zweimal im Kino. Beim ersten Besuch habe ich eben hier die Karte bekommen. Ich weiß gar nicht, wieso ich zweimal Ancient Mew hatte. Vielleicht hat mir einer seine Karte geschenkt oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, die habe ich vom ersten Kinobesuch noch. Die Rückseite sieht übrigens ganz anders aus als bei anderen Karten aus dem Sammelkartenspiel. Und tatsächlich taucht diese Karte in dem Film auf. Das war nämlich die Karte, mit der die Pokémon-Sammlung von Lawrence dem Dritten überhaupt erst angefangen hat. Da hier löst es sich auch ab. Ist halt hier das Blöde hier bei der Karte, dass sich irgendwie das sehr leicht ablöst mit der Zeit. Wo sie ja sehr schön aussieht, aber das ist halt leider dann. So, und später, als die Ancient Mew-Karten aus waren, gab es dann eine von diesen drei verschiedenen Karten im Kino. Und da sind ein Kumpel, in Anführungszeichen, also ich sag mal Bekannter, also auch einer von denen, die ich nicht mehr zu meinen Freunden zähle, weil der mir einfach sau viele Pokémon-Karten geklaut hat und andere Sachen. Auf jeden Fall, mit dem bin ich dann nochmal ins Kino gegangen, in den zweiten Film, und da haben wir dann eben eins von den legendären Vogel-Pokémon bekommen. Ich weiß noch ganz genau, ich hatte Lavados. Die Flammen auf den Flügeln dieses legendären Pokémon brennen so lichterloh, dass sie die Nacht scheinbar zum Tag machen. Und die anderen beiden Karten habe ich mir dann später, zum späteren Zeitpunkt, über eBay Kleinanzeigen gekauft. Da haben wir einmal hier Arktos mit der Attacke Diamantenstaub. Man erinnert sich an Sinnoh, wo es ja in Blizzard manchmal dieses Phänomen gibt. Und eben die Arenaleiterin auch als das Diamantenstaubmädchen bekannt ist. Diesem legendären Pokémon wird nachgesagt, dass es das Wasser im Winter in der Luft zu Schnee gefrieren lässt. Und dann haben wir zu guter Letzt noch Zapdos. Habe ich mir ebenfalls über eBay Kleinanzeigen beschafft. Und hier steht eben, diesem legendären Pokémon wird nachgesagt, dass es immer bei Gewittern erscheint.
Jo, und dann habe ich euch ja eben schon die Videokassette gezeigt hier von dem Film. Und hier bei der Videokassette und ich glaube auch bei der DVD war dann eben noch diese Promokarte dabei, Fliegendes Pikachu. Die es übrigens in einer viel, viel späteren Sammelkartenspielerweiterung dann nochmal gab, aber als holographische Karte. Was ich nur sehr schade finde, diese Karte war in Japan dazu gedacht, um Flüge von Nippon Airways zu bewerben. Deswegen sieht man da auch eins von diesen Flugzeugen im Hintergrund. Kennt ihr bestimmt auch aus dem Fernsehen, diese Flugzeuge in Japan, wo Pokémon-Motive drauf sind. Und tatsächlich hat man da ein bisschen reingezoomt, um das Flugzeug im Hintergrund nicht zeigen zu müssen. Keine Ahnung, was das soll. Ich finde es jedenfalls ziemlich doof. Aber das mal so als kleine Anekdote dazu. Übrigens habe ich die Karte, die bei meiner VHS-Kassette dabei war, vertüdelt. Musste auch die Karte mir dann hinterher über eBay Kleinanzeigen besorgen. Dann schauen wir uns mal an, was es im Burger King gab zu der Zeit. Also einmal, jede von diesen Beanbags hatte hier so eine Plakette oder Medaille oder wie man das nennen kann, wo die alle so aufgehängt waren an so einer Art Garderobe, weiß ich noch ganz genau, über dem Tresen vom Burger King. Und da konnte man eben dann einfach den Kassiererinnen dann sagen, hier, ich möchte gern die und die und dann eben drauf zeigen. Hat manchmal funktioniert, manchmal auch nicht. Also da konnte man sich wirklich aussuchen, welche man haben möchte, ganz im Gegensatz dazu, wie es beim ersten Film noch gewesen ist. Und hier seht ihr, die haben auch alle so eine Schlaufe und an dieser Schlaufe hingen die dann, glaube ich, dann beim Burger King. Und ja, also hier ganz im Zeichen vom Titelsong von der zweiten Staffel, Pokémon Welt, waren hier immer so Pokémon World mit Globus im Hintergrund drauf. Das ist, glaube ich, die einzige, die ich behalten habe hier von denen. Ich hatte aber Millionen davon. Jo, und so sah das dann eben aus. Und jetzt zeige ich euch die mal. Also mir fehlen tatsächlich nur 10 davon. Hier war es viel, viel schwieriger, was zuzufinden im Internet, weil in Amerika gab es tatsächlich zum zweiten Film andere Spielzeuge. Da gab es sogenannte Power Cards. Das waren so Reliefkarten, wo dann das Pokémon auf der Karte quasi so 3D-mäßig einem so entgegenkam, aber halt jetzt nicht im Sinne von, dass die 3D-Effekt hatten oder sowas, sondern dass die wirklich halt wie so ein Relief herausgearbeitet waren, die Figuren. Also so eingeprägt in der Hintergrund und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Letzten Endes habe ich tatsächlich durch mein eigenes Video herausgefunden, welche Beanbags es überhaupt gab in Deutschland zum zweiten Film, weil es gibt dazu keinen PokeWiki-Artikel oder Bulbapedia. Wie gesagt, weil in Amerika gab es andere Spielzeuge. Und zwar habe ich ja einen Werbespot in einem meiner Videos drin gehabt für eben diese Aktion bei Burger King. Und da sind eben alle 33 Beanbags zu sehen an einer Stelle. Und ich bin dann hingegangen und habe mal wirklich eine Liste gemacht, welche das sind, welche verschiedenen Pokémon. Ein paar waren ein bisschen schwieriger zu erkennen. Da habe ich dann auf Google mal gesucht. Habe ich einfach mal Pokémon Beanbags eingegeben und geguckt, was da so für welche auf den Bildern abgebildet waren. Und so habe ich es dann am Ende herausgefunden. Und in dem Werbespot selber wird tatsächlich gesagt, dass es 33 verschiedene sind. Daher weiß ich das so genau. Also schon ein bisschen weniger als beim ersten Film, wo es ja wirklich 57 Spielzeuge gab. Aber 33 ist dann doch ein bisschen überschaubarer gewesen. Und ja, also hier habe ich mir ein paar dann auch über eBay Kleinanzeigen besorgt. Insbesondere hier war mir halt wichtig, bei den drei legendären Vögel-Pokémon die alle zu haben. Ich hatte damals nur Zapdos und Lavados, weil, und jetzt kommt eine der schlimmsten Geschichten meiner Kindheit, als ich auf Arktos gezeigt habe an der Kasse im Burger King, dass ich das gerne haben möchte, hat die Verkäuferin mir doch glatt ein Seemon stattdessen in meine Tüte reingetan und ich habe das erst daheim bemerkt. Das heißt, ich wollte einen Arktos und habe Seemon bekommen. Das war der größte Abfuck und danach gab es keinen Arktos mehr. Das war nicht, also gerade die legendären waren natürlich heiß begehrt und ich denke mal, Mew war so ziemlich das Pokémon, was zuallererst weg war von allen. Weil ich habe noch nicht mal mitbekommen damals, dass überhaupt Mew dabei war bei der Aktion. Das habe ich auch über eBay Kleinanzeigen dann später erst bekommen. Das mal so als kleine Anekdote am Rande. Ein paar von denen habe ich auch von Freunden geschenkt bekommen, deswegen, also hiervon habe ich deutlich mehr als eben von den Spielzeugen zum ersten Film. Wie gesagt, es sind 33 Stück und ich habe eben 23. Moment mal, ich habe eigentlich in etwa gleich viele, oder? Wie beim ersten Film. Also es ist fast ähnlich, wie viele ich habe eigentlich.
Also 10 Stück von den Beanbags fehlen mir. Das sind Jurob, Zubat, Enton, Quapuzzi, Relaxo, Evoli, Pumuluf, Ultrigaria, Hornlio und Raupi. Das sind die Beanbags, die mir fehlen. Und alle anderen seht ihr eben hier in dem Video. Also ich gehe die jetzt mal so der Reihe nach ab. Hier ist ein Fensa, habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen, als die Aktion lange vorbei war. Hatte sie noch bei sich rumliegen gehabt. Was halt blöd ist bei diesen Beanbags, auch bei denen von Hasbro, dass sich oft hier das so ablöst und man dann. Ich habe es jetzt mit einem Klebestift zusammengeklebt, aber die waren halt auseinander. Also der Kleber löst sich halt auf und dann geht das so auseinander. Da hat man dann die zwei Lagen quasi einzeln. Und genauso war das hier bei den Wurzeln, aber ich habe das mit ein bisschen Klebestift wieder ganz gut hinbekommen. Also das mal so als Tipp. Ich habe auch bei den Hasbro-Plüschis damals es probiert mit Stoffkleber, aber das macht unschöne dunkle Flecken und hält auch nicht so ewig. Also von daher dann lieber mit normalem Klebestift einfach mal kleben. Ja, dann haben wir hier einmal Rattan. Ihr seht, bei manchen sind die Schlaufen abgeschnitten. Hier das Dugong. Und natürlich hier die Schildchen sind auch bei manchen abgeschnitten. Einfach weil es schöner aussieht. Aus ästhetischen Gründen. Dugong habe ich übrigens doppelt. Also wenn das einer haben möchte und eins von denen, die mir fehlen, hat und tauschen würde, meldet euch einfach. Also ich sage euch das bei jedem, dass ich doppelt habe. Und wie gesagt, die, die mir fehlen, wenn ihr eins davon habt und gerne tauschen möchtet, wendet euch an mich. Und vielleicht kriegen wir das irgendwie gebacken. Hier haben wir Macho Mai. Gengar. Ich habe auch damals darauf geachtet, mir bevorzugt die auszusuchen, die es nicht schon als Stofftier von, also als Beanbag von Hasbro gab. Die von Hasbro war natürlich ein bisschen größer und hochwertiger. Und hier Arbok. Seemon habe ich euch ja schon gezeigt. Menki. Und deshalb fehlen mir halt hauptsächlich die, die es eben auch so als Beanbag schon vorher gab von Hasbro. Gabador. Hier musste ich auch einiges kleben. Die Flossen, oben hier der Kamm, hier diese Barthaare und hier unten drunter das. Ist alles geklebt. Smogon. Omot. Traumato. Nicht zu vergessen. Hier wunderschön Dragonir. Omot habe ich übrigens auch doppelt. Fällt mir gerade mal ein. Dragonir auch. Also wenn die euch fehlen und ihr habt was zum Tauschen, sagt Bescheid. Dann hier wunderschön Aerodactyl. Hier sieht man das ganz gut, was ich eben beschrieben habe, dass sich der Kleber ablöst und es dann so abgeht. Hier ist es jetzt noch nicht so dramatisch, aber ist halt ein bisschen doof. Aerodactyl ist auch so ziemlich eins meiner Lieblings-Pokémon aus der ersten Generation. Fand ich immer schon total cool. Natürlich Mew, eins meiner absoluten Favos. Und hier die drei legendären, die ihr hier seht, also die drei legendären Vögel, die habe ich auch alle doppelt. Also wenn euch da einer fehlt und ihr habt irgendwas zum Tauschen, sagt Bescheid. Onix habe ich auch doppelt. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Sonst habe ich, glaube ich, keine doppelten. Also wie gesagt, Dugong, Omot, Dragonir, hier Arctos, Zapdos, Lavados und eben Onix. Also die sind auch, die doppelten sind auch in einem sehr ähnlichen Zustand. Natürlich ein bisschen abgenutzt, aber nicht schlimmer als hier die, die ihr hier seht. Außer bei Lavados, da gehen die Flügel halt mittlerweile auch, also hier das halt total ab. Aber das, wie gesagt, das kann man kleben mit dem Klebestift. Das ist eigentlich gar kein Problem. Ja, hier Voltoball, Starmie, Kleinstein und wunderschön finde ich auch dieses Glurak. Ganz ehrlich, das gefällt mir sogar besser. Hier muss ich auch die Flügel kleben. Das gefällt mir sogar besser als das von Hasbro, was das etwas größere. Also gerade vom Gesicht her, ich mag dieses freche Lächeln total gerne. Ist auch eine von denen, die ich halt später erst bekommen, also mir über eBay Kleinanzeigen gekauft habe. Hier finde ich total süß. Ja, dieses Lächeln, die Augen finde ich auch viel schöner. Und hier die Schwanzspitze. That's what she said. Ja, also finde ich sehr schön hier dieses Glurak. Dieses Glurak Beanbag. Das war's soweit mit den Spielzeugen zum zweiten Film. Und ja, eigentlich den dritten Film kann ich jetzt auch gerade noch ganz schnell abwiegeln, weil dazu gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Tatsächlich war es so, beim dritten Pokémon-Kinofilm, gerade mal hier, damit ihr mal ein Bild vor Augen habt, die VHS-Kassette im Bann des Unbekannten, beziehungsweise auf VHS und DVD haben sie ihn dann endlich korrigiert, im Bann der Inkognito umbenannt, weil es ein Übersetzungsfehler gewesen ist. Jo, das ist die VHS-Kassette.
Und tatsächlich gab es hier im Kino keine Pokémon-Karte bei uns in Deutschland, was ich total behindert finde, weil, zieht euch das rein, Leute, oder ich brauch's ja hier gar nicht aus den Hüllen rauszunehmen, die Amis haben doch glatt diese wunderhübsche holographische Entei-Karte bekommen im Kino. Ist das nicht eine Sauerei? Die habe ich mir auch dann auf eBay gekauft, weil ich das total schade fand, dass es die bei uns nicht gab. Bei uns gab es stattdessen popelige Pokémon-Pets-Spender. Jetzt mal ganz ernsthaft, wer braucht einen verfickten Pokémon-Pets-Spender, wenn er diese geile Entei-Karte haben könnte? Aber nein, die Leute waren ja zu knickerig, um die ins Deutsche zu übersetzen. Also regt mich total auf, finde ich total schade. Und dann haben wir hier noch das Incognito J. Das gab es dann eben hier bei der Pokémon VHS-Kassette vom dritten Film, beziehungsweise bei der DVD. Also so schnell ist der dritte Film abgehandelt. Die Spielzeuge zum dritten Film, die im Burger King gewesen sind, habe ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt, weil die mir auch gar nicht gefielen. Das waren einfach nur so Gameboys, so wannabe Gameboys, wo man dann so immer so ein Spiel hatte, was man hinten reinstecken konnte und dann konnte man da eben so ein Spiel drauf spielen oder hatte dann ein Bild, sage ich mal, von Radfratz zum Beispiel und dann hat man einen Knopf gedrückt auf dem Steuerkreuz oder so und dann hat sich das Bild halt geändert. Ich fand es total, ich konnte nicht wirklich was damit anfangen. Ich glaube, ich habe die gar nicht aufgehoben, verschenkt, weggeschmissen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, das war wirklich so ein Spielzeug. Aber man merkt halt daran auch, dass die Promotion halt wirklich auch von Film zu Film immer stärker nachgelassen hat. Also wirklich beim ersten Film noch 57 Spielzeuge, verschiedene, mit verschiedenen Funktionen und allem drum und dran. Beim zweiten Film dann nur noch 33 Beanbags. Und beim dritten Film dann nur noch Game. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Gameboys es waren. Da habe ich jetzt auch nicht wirklich was zu finden können im Internet. Meine Hoffnung ist, dass ich früher oder später den Werbespot dazu noch finde, zu den Spielzeugen im Burger King. Da wird es ja mit Sicherheit auch einen Werbespot gegeben haben für die deutschen Spielzeuge. Und dann wüsste ich eben, welche Gameboys das waren. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, dass mich diese Gameboys nicht wirklich reizen und interessieren. Also als Kind habe ich mich da auch ziemlich verarscht gefühlt. Ich glaube, da war ich auch wirklich nur zweimal im Burger King, als diese Aktion war, wenn es hochkommt, wenn überhaupt. Also da konnte ich wirklich nichts mit anfangen. Also da sieht man wirklich, die Promotion hat immer stärker nachgelassen und dann verwundert es auch wenig, dass der dritte Film bei so wenig Promotion dann auch derjenige gewesen ist, der dann als letztes noch im Kino kam und danach war eben Schluss damit. Also hier sind auch deutlich weniger Soundtracks zu erschienen. Wenn man überlegt, zum ersten Film sind zwei CDs, also eigentlich sogar drei CDs erschienen, wenn man die von den Lollipops mitzählt, wo immerhin der Titelsong vom ersten Film mit drauf war, aber halt eben von Lollipops gecovert. Halt eine CD mit dem Soundtrack, also mit der Hintergrundmusik, mit dem instrumentalen Soundtrack quasi und eine mit den ganzen Songs dazu. Beim zweiten Film genauso und eben noch eine dritte CD mit der Single, mit dem deutschen Ending-Song von dem Film. Und ja. Zum dritten Film gab es tatsächlich nur noch eine einzige CD und der Großteil von dieser CD, was zu dieser ganzen Lieblosigkeit sich noch dazu addiert, von der ich schon die ganze Zeit berichte, bestand tatsächlich darin aus den Songs, die man von dem Soundtrack der Serie, also von Johto-Reisen schon kannte. Also es ist total für den Arsch eigentlich. Wirklich von dem Film waren dann nur zwei Stücke, nee, drei Stücke dabei. Einmal der Titelsong, der Abspannsong und eben eine Medley aus der Hintergrundmusik. Das war's dann auch schon. Also es war wirklich ziemlich billig. Hat man sich keine Mühe mehr gegeben nachher, zum Schluss hin. Und wie gesagt, also mit ein paar popligen Pets-Spendern und ein paar Gameboys lockt man eben Kinder dann auch nicht hinterm Ofen hervor. Und ich glaube, dass es anderen Kindern in meinem Alter damals genauso ging und dass sich alle ein bisschen verarscht gefühlt haben von der kümmerlichen Promotion und dementsprechend der dritte Film halt nicht mehr so gut ankam wie die ersten beiden und dass dann eben dann auch keine Filme mehr im Kino kamen danach. In Amerika gab es immerhin noch den vierten Film im Kino, aber das war bei uns dann auch, also wir mussten ja auch Ewigkeiten warten, bis der vierte Film überhaupt dann noch auf Deutsch synchronisiert auf DVD und VHS-Kassette erschienen ist. Also das war ja wirklich, also da stand eigentlich schon die Advanced Generation in den Startlöchern. Also hier die Story in Höhen muss man sich echt mal reinziehen. Also es war wirklich, also waren wir sehr, sehr spät, kamen die erst. Dann gibt es noch einen dritten Teil, der wird etwas kürzer ausfallen als die ersten beiden. Da stelle ich dann noch kurz und knapp die Spielzeuge vor, die es bei der letzten Aktion im McDonald's gab. Also nicht mehr Burger King, sondern McDonald's. Das waren ja nur vier Stück.
Die Jewel Pets zeige ich euch nicht. Und dann war es das auch mit dieser Videoreihe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war für euch einigermaßen erhellend, mal zu sehen, wie, was es da jetzt an Spielzeugen überhaupt gegeben hat. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.